Servus Frau Mottler, ich bin Michael Wadlewski. Grüßi. Servus. Freut mich, dass Sie da sind. Ja. Wenn die Drogenbeauftragte für die Legalisierung wäre, würde echt was vorangehen. Ich habe jetzt wahnsinnig lange recherchiert schon. Und ich frage mich wirklich, wieso ist Cannabis noch nicht legal? Cannabis als Droge ist vor allem für junge Menschen gesundheitsschädlich. Wenn Sie von Legalisierung sprechen, dann sprechen Sie natürlich davon, dass ich eine bestimmte Botschaft vor allem an junge Menschen sende. Mhm. Es ist doch nicht so gefährlich, es ist doch eigentlich harmlos. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Ich habe Argumente meiner Interviewpartner mitgebracht und die spiele ich der Drogenbeauftragten jetzt vor. Wenn es was bringen würde, würden wir ja feststellen, dass die Zahlen der Cannabiskonsumenten sinken. Es verschwendet total viele Steuergelder, die man in die Aufklärung, in die Prävention stecken könnte. Das war jetzt ein Polizist. Ich habe mit ganz vielen Polizisten geredet. Und ich habe mit keinem Polizisten bisher gesprochen, der zu mir gesagt hat, wir wollen das nicht mehr leisten, wir können das nicht mehr leisten. Gut, aber es gibt ja auch Polizeigewerkschaften, die sich darüber beschweren. Es gibt die Strafrechtsprofessoren des Schildauer Kreis, der sagt, dass die Drogenpolitik gescheitert ist. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, die wenig bringt, sagen die ja im Endeffekt. Und ich sage, Spielregeln müssen sein. Und die Strafrechtsprofessoren haben das Strafrecht im Blick. Ich habe die Gesundheit im Blick. Dieser ganze Schwarzmarkt ist nicht schön. Die wollen einen ködern. Man will Gras kaufen. Ich habe momentan kein Gras, aber du kriegst dafür ein Stück Heroin geschenkt. Was will ich mit Heroin? Hm. Wenn ich jetzt mich entschließe und sage, ich will unbedingt konsumieren und bewege mich dann Richtung Schwarzmarkt, dann muss ich wissen, auf welches Risiko ich mich einlasse. Gerade wenn man sich jetzt auch noch anschaut, dass es im Rest der Welt ja auch scheinbar funktioniert, in genug Ländern legal Cannabis abzugeben, ohne dass Sodom und Gomorra entsteht. Das ist doch schon ein Argument, oder? Es ist eine absolute Einzelmeinung. Und wenn ich die Mehrheit in unserer Bevölkerung frage, dann wird die mit Sicherheit auch sagen, Cannabis als Medizin ja, Cannabis im Just for Fun nein. Das kann ich so machen bei Ihnen. ich glaube, Sie haben doch jetzt gemerkt, dass ich nicht jedem Zeitgeist hinterherlaufe. Und für mich ist das so eine Lifestyle- und Zeitgeistbewegung. Oh Mann, wenn es also nach der Drogenbeauftragten geht, dann wird die Legalisierung in Deutschland nie kommen.